Maschine hier handelt es sich nicht, wie bei Palmann üblich, um eine Zerkleinerungsmaschine. Es handelt sich um eine Maschine, bei der Partikel vergrößert werden. Das heißt, hier sprechen wir von Pelletierung. Es handelt sich im Speziellen um eine Flachmatrizenpresse. Das Produkt, ein sehr leichter Stoff, hier zu sehen, wird der Maschine im oberen Bereich zugegeben, fällt zwischen die Rollen, wird dort mit Friktion etwas angeschmolzen, durch diese Löcher hier durchgedrückt und im unteren Bereich über ein Abschlagmesser abgetrennt und nach unten ausgetragen. Das Endprodukt, hier zu sehen, sind kleine, feste, kompakte Würste. Die Maschine dient dazu, das Schüttgewicht von sehr leichten Produkten zu erhöhen, um im Nachgang ein relativ festes, kompaktes, schweres Produkt zu haben, das sich leichter transportieren lässt.